Zu sehen auf Lukas Knopf TV. Best Sender in the world. Woke up, told myself to push and never stop. I've been stressed out, watching both these hands around the clock. With my eyes wide, trying to get the panorama shot. Whole world getting blurry to me, answers getting lost. So I watch my back and keep it moving to the front. Yo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Lukas Crashfest. Wir hatten es lang nicht, Notification hier, aber wir sind wieder zurück. Ich glaube fast über einen Monat und ich habe massig DMs von euch bekommen, dass ich doch mal wieder entweder Lukas Crashfest oder Lukas Stuntfest machen soll. Und es sind einige richtig, richtig krasse Clips wieder eingesendet worden. Und ja, wenn ihr auch dabei sein wollt bei so einer Episode, dann taggt mich mit @LukasKnopf und Hashtag LukasCrashFest auf euren Clips bei Instagram und dann sehe ich das Ganze und ihr werdet hier eventuell gefeatured. Es gibt auch in dieser Episode wieder was zu gewinnen. Einmal, wenn ihr in den Kommentaren am Ende für euren Top-Crash abstimmt, könnt ihr einmal eins von den neuen Camo-Jerseys in eurer Größe gewinnen. Die sind brandneu draußen bei The Motion Brand. Und wer eurer Meinung nach den krassesten Crash hier in dem Video hat und die meisten Stimmen dafür, dafür könnt ihr am Ende des Videos wieder abstimmen, der bekommt auch einmal das Carbo Jersey zugesendet. Ich würde sagen, wir beginnen und legen los mit Crash Nummer 1 von Raffi DH Bike. No! 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 Ich glaube, es war noch relativ sanft, obwohl er ganz gut mit dem Oberschenkel gegen den Lenker geknallt ist. Aber Punkt Nummer 1, Schneeabsprünge sind echt gefährlich, weil wenn die noch nicht richtig fest sind, nicht richtig gefroren, dann kann man da mega drin stecken bleiben. Ich glaube, das sah ein bisschen so aus, als wäre er A drin stecken geblieben, B war er leider etwas zu langsam. Wir gucken sie uns nochmal an. Aber er hat es noch geschafft. Worst case wäre gewesen, einen Meter kürzer zu fliegen. Nummer 2, Manu.Bikes. Leider kein Ton, aber ein Thronclip. Das hatte ich letztens mal auf dem Enduro. Alter, komplette Breitseite. Unangenehm. Wer neu zu dem Format ist, was ich gesagt habe mit dem Abstimmen, am Ende gibt es eine Top 5 und das ist jetzt hier gerade die engere Auswahl. Also die haben es nicht ganz in die Top 5 geschafft, sind aber auf jeden Fall krasse Dinger dabei. So wie der jetzt, der wäre eigentlich in der Top 5, aber der wurde nicht vom Ersteller selbst eingeschickt und getaggt, sondern von so einer Instagram-Seite, die dann den Hashtag gesetzt hat. Aber zu krass, euch den nicht zu zeigen. Alter, es wäre ein ultra, ultra geiler Move, im Manual bis an den Absprung ranzufahren und dann abzuspringen. Aber er hat ganz kurz verpasst und klappt einfach nur so ab. Aber man hätte auch hier einfach noch schlimmer landen können. Also ich glaube, er hat sich da noch so schön gerettet, der Kalium. Spot sieht geil aus auf jeden Fall. Alter Vater. Capitano Wolf, Stuttgart. Nicht der krasseste Crash, aber ein ordentlicher Fail. Und er hat es betitelt mit heutige Kastration. Und das Gap ist echt nicht ohne. Das ist ganz schön weit. Leicht so. Und einmal. Ich glaube, das kann jeder nachfühlen, wer schon mal den Nussknacker oder die Kastration vollführt hat mit dem Sattel. Ja. Der nächste ist auch eher ein Fail, ist aber ein kleines Edit. Minimal den Absprung verfehlt und das war aber gut so, weil wenn man dann so gegen den Absprung wie gegen so eine Wand knallt, richtig schlimm. Wir haben den letzten Clip, der jetzt hier in der engeren Auswahl dabei ist
Und zwar ist der von Danny. Der Moment, wenn du denkst, auf und ziehen frei vor. Asphaltklatscher sind immer unangenehm. Das war's von der engeren Auswahl. Und ich würde sagen, wir springen zu der Top 5. Und ihr könnt am Ende von der Top 5 wieder für euren Top Crash abstimmen. Ihr könnt einmal unter allen Abstimmenden einmal das... Das ist zu weit weggeworfen worden. Einmal das Camo-Jersey gewinnen in eurer Größe. Und wer den Top-Crash des Videos hat, eurer Meinung nach, laut eurer Abstimmung, gewinnt das auch noch einmal. Und ich würde sagen, wir legen los. Weil ihr euch ja immer für die Katzen interessiert, bevor es losgeht. Kasi chillt jetzt noch mit dem Camo-Jersey. Und Frieda ist am Pennen. Hat heute keine Lust zuzugucken. Crash Nummer 1 aus der Top 5 ist von Roost Rider im Olympiapark in München. Sorry für den Ton. Der fiebt. Alter. Es ist Gras, ne? Es ist ein Grashang. Das ist heftig in Fullspeed. Ich habe auch schon mal so eine Aktion gebracht mit einem größeren Kicker. Ich glaube, ihr kennt den Clip wahrscheinlich auch, wo ich mit dem Downhill-Bike einfach über so eine Straße springe und komplett dann die Landung verfehle. Und da war es auch so, dass der Kicker in den Hang gestellt war und es ist einfach immer eine richtig, richtig beschissene Idee, weil der Übergang sollte von einem Anlauf zu einem Kicker immer unten gerade verlaufen und dann in den Radius übergehen. Aber auch hier geht es halt... Und man hat keinen richtigen Übergang und dann bekommt man halt so einen Schlag, dass es einfach Nosedive geht oder man irgendwie in eine komische Lage kommt und das ist auch hier passiert. Ekelhaft. Der Ton ist genauso ekelhaft. Aber nur eine Graslandung, also ich glaube, es tat bestimmt trotzdem weh, aber ja. Erde zum Beispiel, Asphalt tut noch mehr weh, aber Erde zum Beispiel auch und das ist der nächste Crash. Nummer 2 von Maxi Vilo war auch schon ein, zwei Mal dabei in den Episoden. Das tut weh. Aber hätte genauso gut bei Lukas Stuntfest reingepasst. Erst einen nicht gestandenen Trick zu einem gestandenen konvertiert, sage ich mal. Schmerzhaft, wie auch der nächste, irgendwie schmerzhaft anzugucken. Kein Blut, aber wer so solche Sachen nicht sehen kann, der guckt jetzt mal weg. Von Raffi Draw Biker. Die Nummer 3. Rutscht von der Pedale. Ah. Ich habe leider keine Info, ob er sich die Bänder gerissen hat, aber gedehnt sind die definitiv und man muss ein, zwei Wochen aussetzen. Boah. Ist immer irgendwie echt unangenehm anzusehen. Der nächste, ich habe ja jetzt das Video, wenn ich das jetzt aufnehme, noch nicht geschnitten, aber ich glaube, das wird das Thumbnail von dem Video und ich glaube, warum jetzt hier auch einige auf das Video geklickt haben. Die Nummer 4 von den Top 5 Crashes ist J.SPRT. Ich weiß nicht, ob er, wie er richtig heißt, leider absolut keine Ahnung. Aber der Clip ist noch nicht so alt, weil die Caption ist dropping into 2021 like. Also wahrscheinlich in der ersten Januarwoche passiert. Wo ich das Video gesehen habe, konnte ich es genauso nicht fassen wie der Filmer. Der Gabelschaft ist einfach abgebrochen. Und was überhaupt der Gabelschaft? Ich habe die ganze Zeit gedacht, muss mal pausieren, ja, ist der Gabelschaft, weil der Lenker und der Vorbau liegen intakt da, der Rahmen ist auch intakt, aber der Gabelschaft ist einfach gebrochen. Ich habe das Video bestimmt schon 10 Mal angeguckt, aber ich bin immer von ausgegangen, es war der Gabelschaft. Stimmt aber auch, ich habe jetzt bloß erstmal pausiert.
Und er kann es nicht fassen, er schüttelt nur den Kopf und lacht. Wir müssen nochmal. Er springt, glaube ich, mit dem ganzen Gewicht fällt er da drauf. Zudem noch Hang-up mit dem Vorderrad, während er da drauf springt. Also ich glaube, es war einfach so ein dummer Winkel und so eine dumme Krafteinwirkung. Krank. Alter. Aber er ist einfach ja, auf dem Holz weggeslidet. Ich meine, unten war Asphalt, also noch kurz drüber, aber ihm ist nichts passiert, das ist das Wichtigste definitiv. Aber das ist schon heftig. Der letzte, die Nummer 5, ist von Tim Morbitzer, der sich einen richtig, richtig geilen Schneesprung, einen Schnee-Foam-Pit gebaut hat. Matratzen, Schnee und ein Absprung. Ja. Und einige Crashes hinlegt und Flips probiert. Und absolut nicht schlecht. Wäre da ein bisschen schneller gewesen bei dem jetzt. Der vorletzte. Wo ist der vorletzte? Hier. Da. Ich glaube, das A, wäre er dort schneller gewesen, wäre er weiter hinter den Kicker und nicht mit dem Vorderrad obendrauf eingerastet. B, er wäre weiter rumgekommen, aber weiterer Punkt, er ist trotzdem so, wie das Fahrrad mit dem Vorderrad aufkommt, einfach voll mit dem Oberschenkel oder mit dem Bauch gegen den Lenker oder Vorbau. Das ist auch immer echt nicht so angenehm, gerade bei den Temperaturen, man da irgendwie bei 0 Grad alles ist kalt, auf dem Fahrrad einrastet. Ja, das war's von einer weiteren Lukas Crashfest Episode. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Es waren echt wieder ein paar fette Dinger dabei. Ich persönlich habe einen Favoriten. Ihr könnt jetzt aber für euren Favoriten unten in den Kommentaren abstimmen. Wer die Abstimmung gewinnt von der Top 5, der bekommt einmal das neue Camo Jersey und einmal unter den Kommentaren wird das auch verlost. Ich kontaktiere euch dann brauche ich von euch natürlich die Adresse und dann schicken wir euch das zu, brandneu von The Motion Brand im Shop. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ihr macht das Beste aus dem Winterwetter. Bei uns liegen 30 oder sogar 40 cm Schnee und heute, wo ich das Video filme, sind einfach minus 15 Grad. Ich hoffe, dass wir die nächsten Tage irgendwie noch ein Schneevideo filmen können. Müssen wir mal gucken, wir haben auf jeden Fall ein, zwei Ideen. Aber wie dem auch sei, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, lasst ein Like da und abonniert den Channel. Haut rein, Leute. Peace.